Hallo und herzlich willkommen. Oder läuft doch gerade? Der Kleine. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Und beim letzten Mal haben wir hier dieses Dodo-Gehege gebaut und auch die ersten Dodos ausgebrütet. Die müssen jetzt aber noch wachsen. Ich glaube, die werden später ja braun, ne? So ein bisschen, so beige-braun. Also ich glaube, solange die noch so weiße Küken sind, sind die halt noch nicht erwachsen. Wobei dieser hier schon ein bisschen größer geworden ist. So, wir benennen die jetzt erstmal. Ich habe hier schon 12 Name-Tags vorbereitet. Das sind alles Kommentare von euch gewesen. Vielen, vielen Dank für die Namensvorschläge. Die ersten zwei davon vergebe ich jetzt. Da haben wir einmal falsche Ente. Meine Stimme. Tut mir leid, wenn ich heute so angeschlagen noch klinge. Und viel Fraß. Liegt halt daran, dass ich gerade krank war und jetzt so auf dem Weg der Besserung bin. Meine Stimme ist halt noch so ein bisschen angeschlagen. Ja, die werden wir nachher noch vermehren. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal hier vorne hingehen und unseren Kaltschwert wieder heile machen. Der ist ja beim letzten Mal kaputt gegangen. Müssen wir erstmal gucken, wie das nochmal geht. Und jetzt haben wir auch genug Glas. Jetzt müssen wir einmal das Ding herstellen. Und schon können wir wieder die Dodo-Eier weiter ausbrüten. Mal gucken, ob wir diesmal mehr als zwei schaffen. Warte mal. Oh nein, habe ich beim letzten Mal die Sachen gar nicht aufgesammelt? Das wäre jetzt schlecht. Unser Raptor ist schon voll groß. 7 Jahre schon alt. Der braucht auch unbedingt noch ein Haus, was wir dem bauen müssen. Aber ich habe gerade die Befürchtung, dass ich irgendwie das Bio-Gu und so nicht aufgesammelt habe. Weil das ist natürlich jetzt despawned, weil ich so lange ausgelockt war. Oh nein, habe ich das liegen lassen, weil ich dachte, es despawnt nicht. Das wäre natürlich ganz schön doof. Ja, hier ist auch nichts. Ah Mist, dann habe ich das halt jetzt echt verloren. Ah, das gibt's doch nicht. Aber Bio-Gu sollten wir ja herstellen können. So, jetzt haben wir wieder 6 Bio-Gu. Machen wir noch eine Fuhre, würde ich sagen. Und danach müssen wir uns halt wieder um Dodo-DNA fast kümmern, ne? Ist halt jetzt ärgerlich, dass die weg ist. Wieso habe ich das denn nicht aufgesammelt? Ich verstehe es nicht. Ja, 9 Bio-Gu müssen erstmal reichen. Oder habe ich die irgendwo hingetan hier? Ich glaube aber nicht. Ich kann mich halt nicht mehr erinnern. Ist halt alles ein bisschen vorproduziert gewesen und schon ein bisschen her. Aber wir finden bestimmt nochmal Dodos. Ich wollte eh nochmal gleich ein bisschen gegen Dinosaurier kämpfen gehen wegen Leveln. Passt das eigentlich? Aber ich wollte jetzt auch mal ausprobieren, wie es ist, wenn man zum Beispiel 2 Schwerter, Schärfe 3 und hatte schon Schärfe 4. Okay, das geht dann nicht. Weil ihr habt auch geschrieben, man kann Sachen kombinieren miteinander, zum Beispiel auch Schuhe. Im Anbau soll das gehen. Genau, wir haben ja Schutz 2, Federfall 3. Und dann sollten wir die kombinieren können, die beiden, oder? Sehe ich das falsch? So wurde es zumindest in die Kommentare geschrieben. Oh ja, okay. Aber da fällt ja eine Sache weg jetzt. Kann man nur 3 Verzauberungen haben? Ich nehme die trotzdem. Haltbarkeit 3, dann fällt zwar Explosionsschutz 4 weg, aber dann ist es so. Passt. Jetzt haben wir noch bessere Schuhe. Sehr gut. Und beim Schwert soll man das wohl auch machen können. Oh, das hat richtig viele Level aber gekostet. Holy shit. Okay. Das ist krass. Man soll auch Bücher verzaubern können. Das habt ihr auch geschrieben. Ich verzauber jetzt mal eins hier mit Schutz 1. Jetzt machen wir noch eins, um zu gucken, was dann kommt. Haltbarkeit 1. Okay. Das hat mich gar nicht so viele Level gekostet.
Ist jetzt nur zum Ausprobieren, aber ich glaube, die kann ich auch nicht benutzen. Schutz 1 und Haltbarkeit 1 ist ein bisschen zu wenig. Das habe ich, glaube ich, nirgendwo drauf. Wir machen auf jeden Fall jetzt gleich nochmal eine Erkundungstour, würde ich sagen. Aber ich hätte dafür gerne noch ein bisschen mehr Ausrüstung. Damit 33 Pfeile, das ist gut. Und ich wollte unbedingt auch noch ein paar... Wenn ich wüsste, wie das jetzt war nochmal. So, oder? Ja, ein paar Schilder herstellen. Oder Schilde. Weil ich habe halt Angst, dass die kaputt gehen, wenn ich jetzt gleich unterwegs gehe und fighte. Deswegen lieber ein bisschen was auf Vorrat haben. So, meine präferierte Richtung wäre jetzt hierhin. Einfach mal in den Ozean rein und dann raussegeln. Weg von zu Hause. Ist, glaube ich, ganz interessant. In die Richtung sind wir noch gar nicht gegangen. Und hier geht's dann los. Ach, guck mal, da hatten wir den Moser gekillt letztens, ne? Das wäre auch noch cool, den Moser auszuprobieren, wenn wir den ausbrüten. Den wir eigentlich gerade mal machen können in der Zeit, wo wir weg sind. Wäre mal interessant, ob der halt als Reittier funktioniert, dass man darauf dann halt quasi den als Bootersatz hat. Vielleicht ist der noch ein bisschen schneller oder so. Das wäre auf jeden Fall ein interessantes nächstes Lebewesen für uns. Oh, da ist irgendwas unter Wasser, oder? Guck mal. Was ist das denn? Ich habe halt keine Ahnung, was für Unterwasserstrukturen es hier gibt in der Minecraft-Version. Aber da ist irgendwas. Irgendwas lasert da oder so. Was geht denn jetzt ab? Das sind irgendwelche komischen Fische, die machen irgendwas. Da, die. Die schießen auf mich. Die haben irgendwie so einen Laser oder sowas. Okay, Leute, das traue ich mir gerade nicht zu mit meiner Ausrüstung. Da müsst ihr mir erstmal in die Kommentare schreiben, was genau das hier ist. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort. Wir merken uns das mal, wo das ist. Hier an dieser Insel. Sieht so, so ein bisschen aus wie ein Fisch. Hier so eine Flosse. Ja, merken wir uns. Aber ich hau ab. Das ist mir zu heikel. Ich habe keine Ahnung, was die Viecher können, was da drin ist, was uns da noch erwartet. Da muss ich halt besser ausgerüstet sein und vielleicht nicht meine Spitzhacke und so dabei haben. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Paras. Die Paras letztens waren ganz schön stark, ne? Meint, ich kann die besiegen, wenn ich mich irgendwo draufstelle? Aber ich würde die Erfahrung schon gerne mitnehmen, weil ich glaube, die haben sehr viel Erfahrung gebracht. Alter, die kommen halt hier hoch, oder was? Die hat leider nicht richtig. Die Hitboxen sind sehr komisch von denen. Trefft den nicht. Erleben beide noch. Ich krieg die halt nicht down. Mit dem bin ich gut gehittet, mit dem Bogen. Als ob das keine Volltreffer sind, wenn ich den so in den Bauch schieße. Oder muss ich den Kopf oder so treffen? Ja, auch nicht. Also, ich jetzt, das war so vorne auf dem Hals, geht auch nicht. Kopf bringt auch nichts. Hä, wo sitzt denn die Hitbox von dem? Das trifft halt nicht. Okay, ich glaube, der ist tot. Der erste.
haben wir es angesperrt. Ich sehe einfach nichts. Ach, es war mit Schwert deutlich einfacher. Oh, jetzt noch einer. Also war der vielleicht vorhin gar nicht tot. Oder hier sind einfach noch mehr. Oh mein Gott. Kennen wir natürlich auch. Oh, da kriegt er kein Wasser, keinen Feuerschaden leider. An der Stelle, wo er jetzt ist. Hier trifft man ganz schlecht, die Dinger. Das ist echt weird. Ich habe keine Ahnung, wo man hinschießen muss. Ich sag's euch ehrlich. Okay, wir haben wieder 38 Level. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bin da jetzt auch nicht so richtig schlau draus geworden, wie man gegen die am besten kämpft. Aber hat ja geklappt irgendwie. Das ist nochmal so ein Tempelding, guck mal. Also die scheinen gar nicht so selten zu sein. Mit diesen Laserfischen, die Dinger meine ich. Da hinten. Aber ich wollte jetzt halt zurück so ein bisschen. Ach, die sieht man hier auch. Guck mal, da ist einer. Und hier ist einer. Ist ja ganz cool, dass man die unter Wasser auch eingezeichnet sieht. Ist ein Dryo, oder? Ja, Dryosaurier. Auch süß aus. Erstmal zerhacken. So nämlich. Aber hat sich nicht wirklich gelohnt von der Erfahrung her. Also hätte ich ihn auch leben lassen können. War da gerade was? Wartet mal. Ich dachte, ich hätte hier gerade was gesehen, was Kleines. Ah ne, das sind Pachis. Mit denen lege ich mich nicht an. Die haben so viel Knockback. Nee, das muss nicht sein. Die Sonne geht schon wieder unter. Ja, wir sollten nochmal einen Zwischenstopp machen, denke ich. Zu einer kleinen Insel oder so reicht das bestimmt. Hier neben unserem Freund. Was auch immer das ist. Du wirst schon nicht angreifen, oder? Ich glaube, Mosa ist das aber nicht, oder? Nee. Liopleurodon. Der ist friedlich. Noch. Gleich nicht mehr. Oh mein Gott. Mich erschreckt. Der hat so Nautilus gegessen. Oder gekillt. Nautilus-Schale haben wir bekommen. Ich hätte so gern so ein Wasserreittier. Oh mein Gott. Er hat mich gegriffen. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Ich dachte so easy. Der macht mir kaum Schaden und dann hat er mich einfach gepackt. Gut, dass ich das Bett hier noch habe. Arsch, ey. Nicht angreifen. Bin friedlich. Alles umsonst hier. Aber ist gut zu wissen. Jetzt wissen wir zumindest, dass die Unterwasserlebewesen sehr gefährlich sind.
Auch wenn sie gestrandet sind, quasi. Ich glaube, ich habe aber alles Wichtige. Sieht zumindest so aus. Ja. 4 Pfeile haben wir noch. Würde ich mal sagen. Das hast du verdient. Aber der ist stark, der Liopleurodon. Oh, ich habe sogar jetzt wieder 30 Level. Okay, dann ist ja alles halb so wild. Der hat richtig viel XP gebracht. Man kann die auch alle, glaube ich, sehr, sehr leicht sehen mit der Peitsche. Aber das will ich, wie gesagt, nicht. Weil das ist halt so ein bisschen Mod-Breaking, weil dieses wilde Dinosaurier-Spawn, das ist eigentlich nicht normal. Das ist halt noch durch eine Zusatzmod. Normalerweise müsste man sich halt alle Dinosaurier erstmal die DNA beschaffen und dann zum Leben erwecken. Und hier laufen halt voll viele rum und dadurch wäre es halt voll easy. Mit der Peitsche könnte man die einfach zähmen. Deswegen müssen wir die alle selber ausbrüten, beziehungsweise besiegen und damit zum Scarabeus zähmen. Bei den Apex-Predatoren. Wir müssen auch irgendwann mal eine Folge wieder einlegen, wo wir Fossilienjagd machen. Damit wir überhaupt die Chance auf diese Scarabeus-Käfer haben. Das ist, glaube ich, so 1% Drop-Chance oder sowas. Das ist schon, glaube ich, viel Arbeit, bis man solche bekommt. Das ist richtig cool hier. Da mit den 3 Wasserfällen. Auch ein sehr schöner Ort. Mit auch nochmal wunderschönen kleinen... Keine Ahnung, was das ist. Plesiosaurus, denke ich mal. Ich habe aber gerade die Schnauze voll. Ich will mich nicht nochmal kloppen. Oha, der wollte mich gerade angreifen. Habt ihr das gesehen? So ein Frechdachs, ey. Ich wusste gar nicht, dass Pteranodons so aggressiv sind. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Wir müssen jetzt eigentlich hier nur noch die Küste entlang schwimmen und dann kommen wir nach Hause. War wieder ein sehr, sehr interessanter Ausflug, muss ich sagen. Wieder neue Spezies gefunden. Einmal auch gestorben. Aber das war jetzt halb so wild zum Glück. Nun, schön sind wir zu Hause. Ging ja recht fix zum Glück. Ich denke mal, ich werde jetzt hier als allererstes mal die Moser-DNA anschmeißen. Moser wäre schon echt cool. Wo ist denn das andere Hühnchen? Hä? Wo ist der andere? Das ist schlecht, wenn wir nur noch einen haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall Dodo-DNA. Ist so ein Mist, wo ist der hin? Als ob der ausgewüchst ist. Ja, ich schmeiß jetzt erstmal die Moser-DNA an. Oder das Moser-Ei. Ah ne, DNA ist es. Ist schon richtig. So, das machen wir mal hier rein. Und dann läuft das hoffentlich durch. Und dann machen wir in der nächsten Folge einen Mosasaurus. Der braucht ja bestimmt auch eine ganze Weile zum Wachsen. Aber dass jetzt der Dodo weg ist, das wurmt mich. Der muss halt hier irgendwo noch rumlaufen. Der kann doch aber nicht ausgebüxt sein, oder? Oder meint ihr, die können fliegen, so 2 Blöcke hoch oder so. So ganz kurz flattern. Aber der kann doch da nicht so weit gekommen sein. Oh, wie ärgerlich. Jetzt haben wir in dieser Folge eher einen Rückschritt gemacht, was die Dodos angeht. Ist mir alles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Kann man auch nichts machen. Rückstoß 2 hätten wir hier. Könnten wir das jetzt noch irgendwo mit drauf machen? Auf Schwert zum Beispiel? Das testen wir jetzt. Ich hoffe die ganze Zeit, dass der Dodo wiederkommt. Ist so traurig.
Vor allem zwei wäre halt noch perfekt gewesen zum Vermehren. Jetzt haben wir noch ein besseres Schwert. Das testen wir natürlich noch einmal an irgendeinem Versuchsobjekt. Liebe Kuh, es tut mir leid. Okay, die fliegen schon weit. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil dann fliegen die schön weit weg, verbrennen in der Zeit, wo sie dann wieder zu mir kommen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Kombination. Mosasaurier-Fruchtblase. Okay. Die müssen wir bestimmt dann im Wasser ausbrüten. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das soll es jetzt nämlich mit der heutigen Folge von Jurassic Minecraft gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.